MAN TurnSupport 1.1 die erste. Der TurnSupport ist die Kombination aus einem Radarsystem mit einer Anzeige im Fahrerhaus. Wir haben bis zu 80 Meter Sicht nach hinten und etwa 20 bis 30 Meter nach vorne und zur Seite und können in diesem Bereich auch sich sehr langsam bewegende Objekte erkennen und dann im Fahrerhaus eine Warnung ausgeben, dass dort eine Kollision bevorsteht. Die wichtigste Errungenschaft ist im Grunde die Kombination aus Warnungen, die dem Fahrer angezeigt und auch hörbar gemacht werden, wenn es wirkliche Gefahren gibt, und gleichzeitig einer niedrigen Rate an Falschwarnungen. In der MAN-Abbiegehilfe steckt sehr viel Teamwork. Es haben wirklich sehr viele Leute sehr intensiv an dem System gearbeitet. Die Arbeit an der Abbiegehilfe ist mir sehr leicht gefallen und hat mir sehr viel Freude gemacht, weil der Nutzen zu jedem Zeitpunkt klar war. Wo es um Menschenleben geht, da ist natürlich kein weiterer Antrieb erforderlich. Die LKWs sind schon in Serie seit Anfang 2020. Man sieht jetzt immer mehr, das ist gut auch für die Radfahrer in der Stadt. Das Hauptproblem beim Abbiegen im LKW ist es ja, dass der Fahrer auf der rechten Seite wenig direkte Sicht hat, weil er in einem sehr hohen, sehr breiten Fahrzeug sitzt. Der TurnSupport erhöht die Wahrnehmungsleistung des Fahrers im Grunde als Assistenzsystem und zeigt ihm an, wenn Gefahr besteht.